Da hat das Herz gelacht. So, hier und hier. Dann kommt dieser weg. Zum Glück wird das ja wenigstens nicht von Deutschen kontrolliert. Ich meine, Deutschland hat ja wirklich für alles und jedes eine Vorschrift. Soweit ich das mitbekommen habe, darf man ja nicht mal, keine Ahnung, 1 Million 1-Cent-Münzen sich natürlich jetzt legal besorgen. Also jetzt, keine Ahnung, im Laufe von 20 Jahren oder so sammeln. Oder so, weil man natürlich damit das Geld dem Währungsverkehr entzieht. Und wenn es dann damit zu einer Knappheit kommt, dann ist man der Gearschte. Nur da frage ich mich ganz ehrlich, wenn zum Beispiel Italien im Jahrgang 2002 über 1 Milliarde 1-Cent-Stücke geprägt hat, wie zum Kuckuck kann es da zur Knappheit, nein, hier nicht, kann es da zur Knappheit kommen. Gut, es gibt viele, die 1-Cent-Stücke sammeln. Ich gehöre ja auch dazu und ich habe jetzt wirklich nicht so viele. Das ist ja... 1-Cent-Stücke kriegt man eigentlich auch gar nicht so oft, muss ich sagen. Naja, und auf jeden Fall habe ich da gestern mal so gelesen, dass man da wirklich dann, also nur von einigen, viele glauben das nicht, aber dass man dann da wirklich irgendwie bestraft werden kann. Ich meine, gut, wenn man das jetzt zur Bank bringt, man will, dass es umgetauscht wird, und die Bank verlangt dafür eine Gebühr, dann sehe ich das natürlich ein, denn es ist ja wirklich eine ganz schöne Menge, die man da wirklich auch loswerden will. Das ist ja nun wirklich kein Problem. Aber dass es verboten wird, mit seinem eigenen Geld zu machen, was man möchte, das ist... Wie drücke ich das jetzt mal am besten aus? Es ist eigentlich typisch deutsch. Deutschland hat ja wirklich für alles, jedes, für jeden kleinen Scheiß eine Vorschrift. Das ist ja leider Gottes so. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Moment, bevor ich jetzt weitermache, Crafting Table, wo stelle ich die hin? Ich könnte hier einen Fußboden draus machen. Hier so in der Mitte. Dann mache ich das aber bei jeder Gangkreuzung. Jetzt haben wir auch einmal die Steinachs los, das ist auch schon mal schön. Hier und hier. Hier und hier. So. Dann kommen jetzt hier Crafting Table rein. Keine Ahnung, wie das im Endeffekt aussieht, werden wir sehen. So, 7 Stück reicht uns auf jeden Fall, ne? 12, ich brauche aber noch mehr. Gut, ich verballere jetzt einmal die 13 Stück. So. Zack, 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 zack. Und zack, ja, ich brauche dann noch 2 Stück mit dem hier. Gut, da ich ja E-Kisten dann brauche. Und 2. So. Hätten wir noch mal ein paar Crafting Table. Ah ja, und das eine dort abbauen. Genau. Dann stimmt die ganze Angelegenheit. Dann bin ich doch schon zufrieden. Und, oh, ja, hier ist es noch dunkel. Und später können wir natürlich dann das Lager aus und, also ausbauen und erweitern, wie wir da fröhlich sind. Ah, ich sehe gerade, ich habe jetzt hier anders gebaut. Hier habe ich jetzt ein weniger. Na gut, egal. Oder ist es egal? Na, so viel Klinis habe ich nicht. Na gut, dann lassen wir das erstmal so. Ist jetzt ein kleiner Fehler von meiner Seite her. Aber damit müssen wir jetzt einfach mal leben. Ich meine, an die Kisten kommen wir ja trotzdem. Das werde ich dann bald noch ändern, denke ich. Wenn ich es nicht vergesse. Gut, dann machen wir jetzt Kisten. Und das nicht so viele Kisten, wohl bemerkt. Weil wir einfach auch nicht so viel Holz da haben, dass wir uns hier große Sprünge leisten könnten. So, 12, 22, 27 Kisten.
machen wir erstmal bei jedem eine rein. Mal gucken, das sind 4 pro Gang, sind 16. Naja, da bleibt ja dann schon gar nicht mehr so viel übrig. Dann hier drüben habe ich schon bei jedem eine. Hier auch. Dann fange ich einfach mal von vorn an, das zu vervollständigen. So, hier ist, dann hier. 3, 2, ah ne, noch 3. Dann hier drüben. Zack, zack. Und hier. Zack. Gut. Also damit wäre jetzt unser Lager schon mal fertig. Ist uns, denke ich, auch ganz gut gelungen. Bis auf hier den kleinen Baufehler, aber da verlieren wir kein Wort drüber. Gut, sollten wir es brauchen, kann man dann natürlich noch ausbauen oder so. Das kann man ja dann entscheiden, wie man das möchte. Ich gehe jetzt als nächstes mal daran, hier Koppel mitzunehmen. Weil ich gern Koppel bei uns einsortieren würde schon. Und von mir aus auch mal ganz viel Eisen. Denn, wie ja jeder von uns weiß, haben wir nicht mehr ganz so viel Eisen bei uns. Ja, Monsterfalle muss ich auch noch weiter bauen bei Gelegenheit. Das wäre auch mal ganz wichtig. Aber das auch alles zu seiner Zeit, also quasi bald. So, dann haben wir hier Kobbel. Ja, eine Koppelkiste reicht definitiv nicht. Zur Not mache ich hier die ganze Reihe Koppel und verlagere dann den Rest. Ah ja, ich wollte Öfen machen. Den Rest nach da drüben. Mal gucken. 1, 2, 3 Stacks. So, 16, 8. Und dann 9, 9, 9, 9. Zum Glück ist es kein Project Table. Das wäre dann ein bisschen blöd. Weil wenn ich dann alles, den ganzen Stein dort reinmachen würde, hätte ich am Ende dann auch wirklich so viele Öfen, wie Stein drin ist. Besonders dann, wenn ich Shift drücke. Also, zum besseren Verständnis, ich rede jetzt hier von Feed the Beast. Wenn man da so ein Project Table hat, dann ist man so ein bisschen gearscht. Oh, kann man gearscht sein, besonders wenn man was mit Diamanten macht und noch kein Juju Matter hat. Das ist dann immer so ein bisschen, naja. Wobei, ich habe selber noch nicht gespielt. Ich denke, daran könnte man sich schon gewöhnen. Aber naja. Und hier liegt jetzt ganz viel Dönikens. Aber ich habe die Kiste aufgesammelt. Haha. Das ist doch schon mal cool. So, dann räumen wir jetzt ein bisschen Klumpatsch ein. Einfach mal alles so, wie es hier kommt. So. Dann sammeln wir all das hier auf. Bauen gleich noch die zweite Kiste ab. Ah, hier Backpack. Habe ich jetzt die Kiste nicht aufgesammelt? Ah ja, da ist die Kiste. So, Kiste. Dranstellen. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Rüstung, Kohle, Eisen, braune Wolle, noch ein bisschen Zeug. So, 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 so. Ah, er ist sogar alles aufgesammelt schon. Das ist doch schon mal nice. Gut. Jetzt kann man jetzt zumindest schon mal ein bisschen durchlaufen. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, schnapp ich mir doch mal Weizen und gehe mal wieder zu unseren Tieren. Zumindest die, die jetzt überall hier rumkräuchen und fleuchen. Gut, Schwert hält noch ein bisschen was aus, okay. Und dann würde ich vielleicht schon mal beginnen, unser Lager umzuräumen, weil auch sowas mache ich nicht offscreen. So, du, 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 du und du und du. Gut, und so bekommt man dann Level 7. Mal gucken, 1, 2, 4 Kühe. Du bist tot.
Gut, dann du noch. Und drei Leder, also ein neues Bücherregal für uns. Gut, dann gucken wir hier unten. Wie sieht es denn aus bei meinen Hühnchen? Eier liegen genügend rum, das ist cool. Das heißt, für mich eine Eierknappheit werden wir so bald nicht haben. Gucken, ich habe jetzt... Ah ja, 16 und 6, das ist gut. Ja, Junge, Junges, dann kommt doch mal her, Mom. Und da gibt es Level. Hat sich gelohnt, Junge. Junge, Junge. So. Gut, jetzt haben natürlich nicht alle was abbekommen, aber es ist doch eine effektive Methode. So. Würde ich sagen, hätten wir das. Kühe. Dann gehen wir nochmal zu unseren Schafen. Eier, Karotten und Kartoffeln müssen wir auch noch anbauen. Ja, dafür wollte ich ja den Platz eigentlich nutzen. Jetzt haben wir ja mal Schneemänner. Ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, böser Leck, böser Leck. Was soll das? Alter. Moment, ganz kurz. Mein PC ist doch gar nicht an der Grenze. Was soll das? Mein PC hat manchmal eine Auslastung von 100%. Also, der große Kreis der CPU. Und es funktioniert trotzdem. Und das mögt manchmal sogar besser als hier, weil manchmal nehme ich da auch auf. Da spiele ich eine Stunde lang ohne Lag. Gut, hier, das muss ich dann noch ein bisschen abändern. So gerade gefällt mir das auf jeden Fall noch gar nicht. Ah, das dann mal später. Ah ja, die Musik, damit verbinde ich so viele schöne Erinnerungen. Ha, schön. Da freue ich mich. So, hallo zusammen. Was kommt raus, wenn du und du... Ein, ich glaube hellgraus, oder? Du und du. Gucken, was hier rauskommt. Auch ein hellgraus, weil ich aufs hellgrau hier zuerst geklickt habe.